Kunst ist natürlich, sich nicht nur auf eine Plattform zu fokussieren, sondern zu schauen, wo bewegt sich denn die Zielgruppe hin. Wir haben relativ junge Frauen als Kernzielgruppe definiert für unser Format, die wir auch super gut erreichen. Die tummeln sich mittlerweile unter anderem natürlich auch auf anderen Plattformen wie Instagram. Und da gilt es natürlich irgendwie, ja, auf Zack zu sein, den Trend zu erkennen und entsprechend kleine Spin-offs auf diesen Plattformen zu etablieren, sodass das Format eigentlich komplett vernetzt ist und die Zielgruppe auf allen Plattformen die entsprechenden Inhalte bekommen kann. Wir haben natürlich mittlerweile, das ist ganz klar, bei einer gewissen Größe von einem Profil auch Trolle, die dann kommen und sagen, Mensch, ihr seid so dumm, das sind doch alles Schauspieler, das ist doch alles nicht echt. Aber wir merken immer wieder, dass die Gemeinde sich da selbst reguliert und dann einschreitet und sagt, naja, ihr müsst euch hier ja nicht rumtummeln, uns macht es Spaß, wir wollen hier weitermachen, lasst uns in Frieden.